Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir das neue Basis-Icon-Pack öffnen und schauen, was drin ist. Und natürlich dann beurteilen, ob es sich lohnt. Also lasst jetzt schon mal zu Beginn des Videos ein Like und ein Abo da, um mich zu supporten. Und wir gehen rein ins Pack. Ich zeige euch nur kurz, was ihr dafür abgeben müsst. Einmal ein 86er-Team mit einem Impfform und dann nochmal ein 87er-Team. Dann wären wir bei einem Preis von knapp 270.000 Münzen. Das kann sich natürlich immer ein bisschen ändern, je nachdem, wie sich das Futter verhält. So, ich habe das Icon-Pack jetzt abgeschlossen. Wir gehen direkt rein und schauen, was wir ziehen werden. Wir können jede Icon ziehen. Es ist möglich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe auf eine geile 6er-Icon oder eine 8er. Aber eine gute. Ich gehe rein ins Pack. Nicht lange rumlabern. Direkt rein. Komm, EA Sports, bitte, eine gute Icon. Eine brauchbare Icon. Ja, Niederlande. Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Das ist die falsche Position. Ich brauche keinen Van Persie. Ich brauche keinen Van Persie. Wie viel kostet der denn überhaupt? 100er? 200k. Okay, ich gehe sogar mit Minus aus der SPC raus. Ja, ist natürlich schade. Man kann die SPC dreimal machen. Ich könnte sie jetzt nochmal zweimal machen. Schwer zu sagen, ob sie sich jetzt lohnt. Also wenn man wirklich drei Stück davon macht, bin ich mir sicher, dass man 100% einen guten ziehen wird. Aber ich sag mal so, wenn ihr die nur einmal abschließen werdet, müsst ihr Glück haben, eine gute zu ziehen. Ihr könnt jede Icon rausziehen. Ihr könnt R9 ziehen, aber ihr könnt auch Paul Scholes rausziehen. Und wir wissen alle, der ist nicht gut. Aber naja, nicht zu negativ bleiben. Wenn ihr Bock habt, macht sie gerne. Ich weiß, wir haben eh alle kein Futter, aber wir haben jetzt auch Upgrade-Packs bekommen. Das heißt, wir können dieses Packer craften und dann habt ihr vielleicht Glück. Haut rein, das war's mit dem Video. Like, Abo nicht vergessen und ciao.